Das Observatorium Hoher List wurde 1954 mit 4 Beobachtungskuppeln in Betrieb genommen. Nach 10 Jahren erfolgreicher wissenschaftlicher Arbeit wurde es notwendig, das Institut wesentlich zu erweitern. Es entstanden 2 neue Beobachtungskuppeln, eine größere feinmechanische Werkstatt und ein Elektroniklabor. Seit seiner Gründung haben hier viele Studierende die Beobachtungsdaten für ihren Diplom- bzw. Doktorabschluss erlangt und es wurden viele wichtige wissenschaftliche Arbeiten zu Sternen und Nebeln in unserer Milchstraße verfasst. Spektroskopische Messungen erlauben dabei eine genaue Bestimmung ihrer Zusammensetzung. Im Jahre 2013 wurde die Sternwarte unter Denkmalschutz gestellt. Seitdem engagiert sich die Astronomische Vereinigung Vulkaneifel am Hohen List e.V. durch regelmäßige öffentliche Führungen, Vorträge und Beobachtungsveranstaltungen dafür, dass das Observatorium für die Öffentlichkeit zugänglich bleibt und betreibt hierzu eine von 6 Beobachtungskuppeln. Diese Kuppel beherbergt auch das 1 Meter Spiegelteleskop, das wohl größte von Amateurinnen und Amateuren betriebene, öffentlich zugängliche Teleskop in ganz Europa. Seit 2022 ist das Observatorium in Privatbesitz. Die Aktivitäten des Vereins wurden unter dem neuen Besitzer, einem ehemaligen wissenschaftlichen Mitarbeiter am Observatorium, weiter fortgeführt. Die Zielsetzung des Vereins, praktische und theoretische Fragen der Astronomie und verwandter Wissensgebiete in populärer und wissenschaftlicher Form zu behandeln und einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen, hat sich in den letzten Jahren erweitert. Insbesondere unterstützt der Verein die Bildung von Kindern und Jugendlichen auf dem Gebiet der Astronomie und Physik. So ist der Verein Kooperationspartner der Junior-Uni Daun und entwickelt und führt Kurse für alle Altersgruppen durch. Beim jährlich stattfindenden Girls Day erhalten die Schülerinnen durch spannende Vorträge, faszinierende Experimente und Vorführungen sowie Beobachtungen einen Einblick in das Berufsfeld der Astronomie und Astrophysik. Weitere Sonderveranstaltungen zu astronomischen Ereignissen, wie zum Beispiel Perseidennacht, Sonnen- und Mondfinsternisse, runden das Angebot ab. Der Verein bietet seinen Mitgliedern eine Plattform zum Erfahrungsaustausch, zur kostenfreien Teilnahme an jeglichen Veranstaltungen, Beobachtungen mit dem 1-Meter-Spiegelteleskop und Möglichkeiten zur Astrofotografie. Die Öffnungszeiten und die Veranstaltungen sind auf der Webseite www.hoher-list.de veröffentlicht. Dieses Video wurde im Rahmen des Projekts Hiker's Guide Through the Galaxy im Wissenschaftsjahr 2023, unser Universum, vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert.